Bei mir ist Martin Schirdewan für die Linke hier im Europaparlament. Ja, all diese Aktivitäten, die jetzt da heute so hin und her gingen, meinen Sie, das kann tatsächlich das Parlament in London für morgen für die Abstimmungen noch beeinflussen? Ich glaube, wesentlicher als die Aktivitäten, die heute passiert sind und offene Briefe, die geschrieben wurden, sind vor allem die Bemühungen von Theresa May in den letzten Wochen gewesen, eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zu gewinnen. Allerdings waren da die Signale in Großbritannien in ihrer Regierungskoalition und in ihrer Fraktion im Unterhaus ja relativ eindeutig, dass das nicht reichen wird. Und ich erwarte für morgen eigentlich im Moment immer noch trotz all dieser Aktivitäten, dass das Austrittsabkommen keine Mehrheit findet und abgelehnt werden wird. Sie haben den Brief angesprochen, der von 100 Parlamentariern hier quasi an die britische Öffentlichkeit ging, auch an die britischen Parlamentarier. Kann denn so ein Brief überhaupt noch etwas bewirken? Sie waren ja nicht dabei, aber kann der was bewirken und unterstützen Sie das grundsätzlich? Naja, ich habe da so meine Zweifel, ob der was bewirken kann. Es kann auch tatsächlich nach hinten losgehen und die britischen Parlamentarier empfinden das als eine Intervention in ihre Souveränität und in ihre inneren Angelegenheiten. Das ist ja im Moment zuallererst einmal eine britische Aufgabe, dort eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zu finden. Ob nun Appelle da fruchten oder nicht, das wage ich zu bezweifeln. Hier geht es auch eher um wirtschaftliche Fragen und um soziale Fragen, die es zu klären gilt, auch zukünftig. Was ich allerdings ausdrücklich sagen möchte, ich bedauere, dass Großbritannien die Europäische Union verlässt. Und was ich für völlig falsch hielte an dieser Stelle, wäre, wenn es kein Austrittsabkommen gäbe, sondern ein Hard Brexit oder ein No-Deal-Szenario, das wäre für uns alle nur eine Lose-Lose-Situation. Kommt man da vielleicht hier von europäischer Seite nicht auch vielleicht ein bisschen spät ums Eck? Also auch mit so einem Brief jetzt beispielsweise. Man war ja schon ziemlich hart immer in den letzten Monaten mit den Briten. Ist man umgesprungen? Es gab da wenig, wo man hätte aufbauen können. Und auch jetzt diese Geschichte, die ja scheinbar der Knackpunkt immer noch ist, die irisch-nordirische Grenze, da gibt es ja jetzt auch ein bisschen Bewegung durch Juncker und Tusk. Ist das vielleicht zu spät? Ich habe die Befürchtung, dass es tatsächlich zu spät sein könnte. Die Akteurinnen und Akteure, die sowohl in Großbritannien als auch auf europäischer Seite die Verhandlungen geführt haben, haben bislang den Eindruck erweckt, den Brexit vor allem als ein technokratisches Szenario zu betrachten und weniger tatsächlich in die Gesellschaft vermittelt, dass es hierbei um handfeste ökonomische, um handfeste soziale Fragen geht, aber auch um die Frage von Krieg und Frieden, zum Beispiel in Nordirland. Dort droht ja auch die Gefahr, dass der Bürgerkrieg tatsächlich wieder aufflammen könnte. Und ich finde, man hat sich da viel zu wenig bemüht, um solche Fragen positiv zu beantworten. Ein Beispiel: Wir reden davon, dass Deutschland mit Großbritannien ein jährliches Handelsvolumen von 120 Milliarden Euro hat. 750.000 deutsche Arbeitsplätze hängen daran. Und wir haben überhaupt keine Regelung für den sozialen Status der Arbeitnehmerin dies und jenseits des Kanals bislang. Dafür brauchen wir ein Abkommen. Und ich finde tatsächlich, dass die Politik, diejenigen, die die Verhandlungen dort in letzter Zeit geführt haben, viel zu wenig unternommen haben. Jetzt gibt es ja auch dieses Gerücht, dass man eventuell den Brexit verschieben könnte. Theresa May hat es zwar schon verneint, wir treten am 29. März aus, hat sie gesagt. Aber wenn jetzt tatsächlich morgen eine krachende Abstimmungsniederlage kommt, würden dann vielleicht aus diesen Gerüchten doch ein bisschen mehr werden als ein Strohfeuer? Was glauben Sie? Ich denke, ja, daraus würde mehr werden, weil Theresa May gar nichts anderes machen kann, auch um Schaden von Großbritannien abzuhalten, um dann nochmal neu zu verhandeln und nachzuverhandeln. Aber das wird nichts daran ändern, dass morgen wahrscheinlich keine Mehrheit für das Austrittsabkommen zustande kommt, dass es dann hoffentlich eine Bitte der britischen Regierung an den Europäischen Rat gibt, um eine Fristverlängerung zu erreichen und dass man diese Fristverlängerung dann nutzt, um wirklich zu einem Abschluss eines Abkommens zu kommen. Wie gesagt, es steht viel zu viel auf dem Spiel und wir müssen auch die sozialen Belange bei diesem Austrittsszenario endlich wieder in den Blick nehmen. Sagt Martin Schirdewan von den Linken hier im Europaparlament. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe auch zu danken. Ja, und damit geht es erstmal zurück wieder nach Bonn in die Zentrale.